Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Minimetro. Ich bin so euer lieber Odo und wir werden uns heute nach Asien begeben, nach Hongkong, einer Karte, wie ihr vielleicht seht, die ich mir noch nie angeschaut habe. Wir haben eine Bestleistung von 0 und gespielte Minuten von 0. Das heißt, wir lassen uns mal überraschen. Der Text hier vorne steht: Die Metro Hongkongs muss einem rapiden Bevölkerungswachstum standhalten. Ich weiß noch nicht, ob das heißt, dass jetzt relativ schnell irgendwelche Stationen entstehen oder dass die Stationen einfach überfüllt sind. Ja, das werden wir dann schon sehen. Schauen wir mal, ob wir auf 1000 Punkte kommen. Oh, wir sind in einer Bucht. Dings. Hurra. Aber wir haben relativ viele Tunnel, das heißt, das passt schon. Jetzt haben wir schon die Tunnel mal aufgebraucht. Okay. Das ist interessant. Anders. Ich habe jetzt schon Probleme und wir haben noch nicht einmal eine Woche. Wow, ich habe wieder Tunnel zur Verfügung. Das ist ausgezeichnet. Vielleicht sollten wir... Warten wir noch ein wenig damit. Also diese Station hier drüben auf dieser Mini-Insel ist ja wohl eine Frechheit. Ja, genau, machen noch eine Station auf der roten. So, hey, wir kriegen sogar zwei Loks, das ist aber toll. Tunnels oder Waggons? Eine Linie hätte ich ganz gern. Na gut, nehmen wir mal Tunnels. Dann könnten wir nämlich das so machen. Hurra, noch ein lustiger. Machen wir das so. Jetzt haben wir wieder keine Tunnels zur Verfügung. Viel Wasser. Die eine oder andere zusätzliche Linie wäre ganz nett. Aber immerhin ist ein Dreieck jetzt zum Kreuz geworden.
schaut das ganz gut aus. Das ist nicht gut. Jetzt gehen wir zur blauen, einfach deshalb, weil die weniger Kringel hat oder weniger Kreise hat als die rote. Vielleicht sollten wir dann aber auch die rote darüber verbinden. Okay. Jetzt wird es schwierig. Das müssen wir mit der roten oder mit der blauen machen. Ich glaube, wir machen mal eine Pause, das muss ich mir jetzt überlegen. Ich glaube, das Dings, das Kringelding von der roten, können wir vergessen. Wir nehmen die auf die grüne rein. Wir machen das da so. Ja, machen wir das so. Zwei Loks, hey, eine Bahnlinie, das ist gut. So. Ja, mit der Bahnlinie werden wir jetzt da drüben irgendwie eine Verkürzung machen. Eins, zwei. Nö. Da machen wir da einfach eine Verkürzung der blauen. Außerdem werden wir die grüne Linie in die Richtung zwei Dings reingeben. Das heißt, die gelbe verbindet diese Spezialgebiete und noch dazu alle drei Grunddinger, wobei der schwarze, der schwarze, was rede ich da? Das Quadrat ist eh auch ein Spezialgebiet, so wie das jetzt ausschaut. Ja, das wäre schon schön, wenn wir da noch eine Verbindung hätten. Also so eine Brücke wäre schon ganz nett auch. Jetzt. Okay. Okay, wird daher gelegt und fährt deswegen nicht mehr da nach oben. Das da unten. Jetzt müssen wir irgendeinen von den Kreisen aufmachen. Oder wir lassen das da. Und das so. Na. Das ist fürchterlich. Wie machen wir das? Ja, wobei andererseits. Abschließen. Das wird gar nichts bringen, weil die grüne bräuchte da auch zwei, um rüber zu kommen. So gesehen. Ach weh. Da einfach, dann gehen wir darüber. Dann machen wir das so.
So. Oder? Schaut gut aus. Bleibt die blaue als einzig Runde über. Blau ist zu groß, das wäre besser, wenn die rund ist. Okay. Das lässt sich machen. Das nicht mehr wirklich. So viele Kringel da. Hey, zwei Loks, das ist gut. Eine Bahnlinie oder was groß? Na, komm, eine Bahnlinie. Ah, verdammt. Machen wir es mal so als erstes. Rosa-rote sollten wir anders bauen. Darunter, das passt schon. Aber vielleicht nicht darauf. Sondern daher. Nehmen wir das so ein bisschen. Das entlastet vielleicht da die rote ein wenig. Fahren lassen, sondern nur noch da hier. Oder noch besser, das geben wir auch weg und geben dafür die rosa-rote darauf. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ah, ja. Ah. So, jetzt ist es aus, aber wie soll ich denn das jetzt machen? Ah, wir machen das so. Schaut doch ganz gut aus. Gerne da dazwischen reinlegen, da bräuchte ich eine Brücke mehr oder einen Tunnel halt mehr.
So ist besser. Schaut zumindest besser aus. Oder 500 schaffen wir. Oh, da ist ein Stern entstanden, da ganz am Ende. Wahnsinn. Die nimmt ja dann niemanden mit jetzt, wenn er da rüberfährt. Das ist katastrophal. Wir sterben. Wir haben gerade mal 500 Leute transportiert. Wir sind so unfähig. Hey, zwei neue Loks. Tunnels oder Bahnlinie? Bahnlinie? Tunnels? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit beiden werde ich nichts anrichten. Im Endeffekt. Pfeil. Und wir machen jetzt mal Pause. Wir werden die rote da ein wenig umstrukturieren. Sind die etwas entlastet. Und die rosarote machen wir auf jeden Fall anders. Freut sich, weil sie noch mehr Arbeit kriegt. Oh, Hongkong ist schrecklich. Da müssen wir, warte mal, da haben wir vor allem Dreieck. Das heißt, wir machen da rein. Hey, das ist ja schon beinahe praktisch, der Kringel da oben. Zwischen den zwei Dreiecken. Kann ich da jetzt nicht mehr aushelfen.
mit irgendwelchen, was wollte ich schon sagen, Truppen, mit irgendwelchen, nein, das war's dann wohl, ich würde fast sagen, da oben sterbe ich jetzt. Spezielle Sachen. Wo kommt das nächste Dreieck da bitte? Da machen wir das so. Den Grünen, Gott sei Dank geht es im Grünen jetzt etwas besser wieder. Der Router geholt. Dann vielleicht wieder zurückbringen, weil die grüne Linie hat eh zwei Züge, sehe ich gerade. Jetzt machen wir eine Bahnlinie und die überlegen wir, wo wir die bauen. Nachdem wir keine Tunnels haben, müssen wir sie am Mainland bauen. Und wir werden sie so machen wie die gelbe am Anfang. Wir werden da so spezielle Dinge verbinden. Das heißt, wir werden die gelbe und blaue und vielleicht auch die rosa-rote ein wenig entlasten dadurch. Versuchen wir es mal. Das Problem ist, durch das, dass wir keine Tunnel haben, müssen wir das ein bisschen komisch zickzack führen, damit wir die da zweimal da durchkriegen. Da herum, wenn wir eine machen, eine Verbindung. So, wie verbindet da quer die ganzen Linien? Da haben wir gleich einen Spezialauftrag für dich. Neue Linie. Entlastung, wenn man so schönes Zeug kriegt und dann gegen Ende der Woche denkt man sich, okay, wir werden sterben. Nein, wir werden schon jetzt sterben. Wo ist der rosa-rote da? Warum nimmt er eine einzige Dings da vom rosa-roten? Das ist nicht gut. Sterben werde, hätte ich nicht gedacht. Aber wir schaffen es noch rechtzeitig. Zumindest jetzt mal kurzfristig. Oh Gott, das gedankt. Jetzt machen wir Thomas sicherheitshalber. Da können wir nämlich die diese komische blaue ein bisschen anders führen. Nicht da und da vorbei und auch nicht da vorbei.
sondern so. Direkt. So mal das erste. Und das zweite. Weiß ich noch nicht, ob wir sonst noch einen Tunnel brauchen. Ziemlich gut aus, die wird so bleiben oder die können wir so lassen, sagen wir es mal so. Die blaue würde ich noch ganz gerne irgendwie entlasten. Vielleicht, dass die blaue nicht hierher kommt, sondern stattdessen über das Dreieck da geht. Vielleicht gescheiter. Ja, machen wir das so. Loks, die da entlang fahren. Reicht das überhaupt? Ah! Nein. Wenn ich zu langsam bin. Ah! 1240 Fahrgäste. Naja. Immerhin. Über 1000 haben wir noch geschafft. Kurzfristig haben wir gedacht, ich schaffe nicht einmal 500. Also so gesehen war das eh ganz gut. Im Endeffekt noch. Hongkong haben wir damit abgeschlossen. Als nächstes kommen wir nach Japan, nach Osaka. Führe Außenbezirke des weitläufigen Osaka mit dem extrem schnellen Shinkansen zusammen. Ah, ich glaube, da kriegt man einen Spezialzug. Das habe ich irgendwo mal gehört. Gesehen oder sonst was. Ja, das nächste Mal fahren wir durch Osaka. Meine Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.